Hallo, meine Vegan Box ist angekommen, sogar ein zweites Mal inzwischen in diesem Monat, denn ich hatte das Problem, meine Vegan Box kam an, ich habe sie angenommen, sah alles super aus, hat ein bisschen komisch gerochen und habe sie aufgemacht und das Bärlauchpesto, was in dieser Box mit drinne war, hat sich über alles ergossen und mehr oder weniger konnte ich die meisten Sachen dann wegschmeißen. Der Service war super, ich habe die direkt angeschrieben, habe auch super schnell eine Nachricht zurückbekommen, dass die Produkte ersetzt werden. Und daraufhin habe ich halt gesagt, okay, eigentlich, naja, sind die meisten Sachen hinüber, habe halt auch dann da so zurückgeschrieben, was noch in Ordnung ist. Und die haben mir dann gesagt, okay, wir schicken dir die Box komplett neu zu. Und dafür nochmal danke, finde ich richtig, richtig gut. Und falls ihr da irgendwann mal was drin habt, was vielleicht nicht mehr in Ordnung ist, am besten macht ihr ein Foto, schreibt den Service an und nach Möglichkeit könnt ihr eigentlich schon das Foto mitsenden. Das ist, glaube ich, bei der ersten Anfrage nicht möglich, aber danach könntet ihr auch Fotos senden, damit ihr auch wirklich sicher gehen könnt. Ich habe jetzt keins zuschicken müssen, aber ich finde, an und für sich sollte man das schon machen, dass man auch einen Nachweis hat, dass da was dran war. Gut, so viel dazu. Das heißt, diesmal werde ich die Produkte, die in der Box hier drin sind, nicht futtern, denn einen Großteil konnte ich schon antesten. Beziehungsweise, okay, an den meisten Sachen war so dezenter Bärlauchgeschmack. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ich die Sachen so geschmacklich fand, könnt ihr das in dem Aufgebraucht-Video hier dann erfahren. Das ist allerdings noch nicht online geschaltet, kommt erst ein, zwei Wochen später. Nein, ich weiß es nicht. Ein paar Tage später wird es auf jeden Fall erst kommen. Und ja, ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was hier noch drin ist, dann bleibt mal dran. Ich fand die Auswahl persönlich richtig, richtig gut. Ich habe jedes Mal wieder Spaß an der Vegan Box. Ist im Moment meine Lieblingsbox, die Vegan Box oder Vegan Box. Wie gesagt, es sagen alle vegan dazu, aber ich sage Vegan Box, weil es schöner klingt, finde ich persönlich. Findet nicht jeder, aber gut. Hier immer jede Menge Stroh und Gedöns. Und obendrauf lag diesmal diese Zeitschrift hier, Reformhaus, ab heute vegan und so weiter. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Die Reformhäuser waren so, denke ich mal, auch die ersten, die vegane Sachen so angeboten haben. Ich habe da mit meiner Mutter öfters mal auch eingekauft. Und das Schöne ist eben, dass auch für Allergiker da viele Sachen mit dabei sind. Diesmal hier drin ist Muschinski und Attila auch wieder. Und ja. Jede Menge netter Geschichten. 1,50 soll das kosten. Ich würde jetzt persönlich dafür kein Geld ausgeben. Ich finde, sowas liegt ja auch immer bei der Apotheke aus und so. Und ja, irgendwie finde ich das blöd, da nochmal was extra für zahlen zu müssen. Zu veganen oder vegetarischen Magazinen kann ich auch mal demnächst was sagen, denn ich habe vor kurzem ein Magazin gekauft gehabt, wo ich wirklich sagen muss, dass es reine Propaganda ist oder viel Propaganda drin ist, so gehirnwäschemäßig und überhaupt nicht bedacht. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz grausam. Da gibt es schönere Magazine, auch tolerantere Magazine, die ich einfach besser finde. Und ja, könnte ich vielleicht auch mal ein Video zu machen. Gut, kommen wir zu den Produkten aus der Vegan Box. Als erstes war hier drinne, das habe ich auch schon ausprobiert, das war nämlich in der letzten Box hat so ganz gut überlebt gehabt. Diese Agavencreme. Und hier drin ist wirklich nur Agavensirup oder Agavendicksaft und Inulin. Das wird aus Chicorée-Wurzel gewonnen und das sorgt dafür, dass das Ganze so schön cremig andickt. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache für Leute, die keine Fruktoseintoleranz haben, vor allen Dingen. Da ist es dann ein bisschen schwierig, würde ich behaupten. Ansonsten, ich finde, das ist ein Produkt, was man ab und an benutzen kann, statt Honig zum Beispiel, wenn man darauf verzichten möchte auf Honig. Ich persönlich tue das im Moment nicht aus ethischen Gründen oder sonst irgendwas. Ich trinke gerne Met, das heißt, ich werde nie komplett auf Honig verzichten. Nur mal so. Aber ich versuche in weiten Teilen wirklich umzustellen auf tiereiweißfreie Produkte und nur in den ein paar Ausnahmen, wo ich sage, okay, so ein Mini-Imker von nebenan, der Bio alles macht und wo ich auch sehe, wie der mit den ganzen Gerätschaften umgeht und so weiter, mit dem kann ich da sehr, sehr gut haushalten
Und ja, die 300 Gramm würden 3,99 € kosten. Ich habe sogar meinen Papa probieren lassen, dem hat das auch gut geschmeckt. Und wir haben das beide auf dem Brot gemacht. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und ja, cooles Produkt auf jeden Fall. Dann war hier drin so ein Mini-Teil von Dr. Görg, heißt er, glaube ich. Kokosöl. Und hier sind 26 Milliliter drin. Hat die letzte Box auch überstanden gehabt, so eine kleine Testgröße. Und es ist eben raw organic, das ist also rohe Qualität Produkt. So ein ganz, ganz kleines Probierkäuschen. Ich weiß gar nicht, 1,99 würden die kosten. Wow, da hole ich mir lieber gleich ein großes Glas. Ich habe das auch jetzt schon getestet, also nicht dieses Gläschen, sondern das aus der letzten Box, was ich bekommen habe. Und muss auch sagen, im Vergleich zu dem Alverde, nee, nicht Alverde, Alnatura, Alnatura, Kokosöl, was man so bekommen kann, das ist irgendwie doch noch ein bisschen feiner. Wie soll ich das erklären? Also, wenn man das schon aus dem Glas nimmt, ist es feiner und vom Geschmack her ist es aber genauso wie das andere, merke ich keinen großen Unterschied. Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr gut. Rohqualität ist eh immer besser, enthält einfach mehr Nährstoff. Aber wenn ich es eh nur zum Braten benutze, dann braucht ihr nicht extra das. Und ansonsten ein cooles Produkt. Ich hätte mich vor allen Dingen über mal so Kokosmus oder sowas gefreut. Das wären coole Produkte für die nächste Vegan Box. Muss nicht von Dr. Görg sein, kann aber. Dann habe ich hier drinnen gehabt. Das hatte ich schon. Jetzt meine dritte Packung davon. Von Hanf Natur Hanfbratlinge. Und die kann man zu Burgern, Falafelbällchen oder auch würzigen Pfannkuchen verarbeiten. Finde ich cool. Und das Licht geht gerade weg, was echt doof ist. Und hier hinten sind auch noch die Zutaten. Also da sind Kichererbsen hauptsächlich drinne. Und ja, finde ich ein cooles Produkt. Ist wie gesagt jetzt mein drittes Päckchen. Also ich kann alle drei Varianten ausprobieren. Super Sache. 2,98 € würden die kosten. Damit ist es ein Produkt, was ich relativ preis-leistungsmäßig gut finde. Also es ist Bio, was will man mehr? Kann man recht viel draus machen. Und ja, schönes Produkt. Dann war hier drin das berühmt-berüchtigte Pesto, was hier die letzte Box ruiniert hat. Das hier ist nicht ausgelaufen. Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem anderen war hier irgendwie so, das so angekantet und dadurch ist es wohl aufgegangen. Darauf freue ich mich richtig, richtig, richtig dolle, denn ich fand das so schade, dass ich das wegschmeißen musste, weil es halt, man weiß ja nicht, wie lange es offen ist und so weiter. Heldenkraut mit feinstem Olivenöl, 100% roh, Bärlauch-Cranberry-Pesto und darauf freue ich mich schon richtig. Also, ja, vor allem ist das ein ziemlich großes Gläschen, damit kann man ein bisschen hinkommen, da kann man auch mal Besuch haben und der kann mitessen, ohne dass man da irgendwie Angst haben muss, dass das einem ausgeht. Und das ist eben von Vita Verde. Kostet 4,99 €. Wie gesagt, wir hatten ja schon mal ein Tofu-Bärlauch-Pesto da drin. Und die sind einfach ein bisschen teurer, diese rohen Pesto. Aber das letzte hat auch schon göttlich geschmeckt. Deswegen hoffe ich, dass das ähnlich gut ist. Ja, dann haben wir hier drin noch einmal den Eiskokostrink. Und den werde ich morgen mitnehmen, denn ich muss um 8:30 € morgen in Saarbrücken sein. Und das ist ganz gut, wenn ich so Termine habe, dass ich sowas zum Trinken noch dabei habe, was ein bisschen Kalorien hat, ein bisschen noch ja, frühstücksmäßig funktioniert. Denn so früh morgens kann ich nichts essen, da ist mir einfach schlecht. Da schaffe ich maximal eine Banane und sowas. Und das war es dann. Vielleicht noch ein Riegel. Wahrscheinlich noch nicht mal den. Und ja. Kokos, Reismilch oder Reismilch mit Kokos, super cool, wird nicht extra gesüßt, da das Reismilch schon relativ süß ist vom Geschmack her. Ich habe das schon getestet, wie gesagt, und ich habe mir inzwischen schon zwei große davon geholt, weil ich es getestet habe und es mir so gut geschmeckt hat. Ja, sehr, sehr cooles Produkt. Klar wäre es schöner gewesen, wenn sie eine große Packung reingepackt hätten, weil es wirklich gut ist. Kann man zum Kochen, Backen, Müsli, so zum so Trinken, alles benutzen. Ist eine coole Sache. Hat aber nicht gerade wenig Kalorien. Also 60, 62 Kalorien auf 100 Milliliter sind das, glaube ich, gewesen. Ja. Aber sehr, sehr lecker. Ja, kann ich nur empfehlen. Probermel mag ich eh. Die süßen auch mit Agavendicksaft, zum Beispiel die Mandelmilch. Die haben wirklich da eine sehr, sehr schöne Auswahl an Produkten.
Und dann haben wir hier noch das Müsli von Alos mit Cranberry Goji und Amaranth. Also da sind jede Menge Sachen drin. Kann man vielleicht noch mal so sehen. Das ist natürlich vegan und hier hinten sind irgendwo die Inhaltsstoffe. Mag nicht so richtig. Egal. Habe ich jetzt schon natürlich probieren können. Schmeckt sehr, sehr gut. Und ich will zwar so ein bisschen vom Müsli wegkommen und ich, weil im Moment esse ich fast jeden Tag Müsli. Ist auch nicht so gesund. Ich versuche halt zu vermeiden, das mit Sojamilch zu essen oder mit Zucker dazu oder so. Hier ist, glaube ich, schon was drin, Maissirup ist hier drin und ist okay. Schmeckt sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen für, ich weiß gar nicht, was es kostet, 4,99 für 100 Gramm. Ist natürlich ein bisschen teurer, allerdings wäre das jetzt nicht ein Müsli, was ich standardmäßig essen würde, sondern immer mal abwechseln, wenn ich noch viel Müsli essen werden würde in Zukunft. Da hier eben Cranberries, Goji-Beeren und Amaranth drin ist und ist klar, dass es dann ein bisschen teurer ist. Ne? Ist normal. Und dann kommen wir zu der süßen Sektion. Da haben wir einmal von Love Chalk Rocks diese Raw Chocolate Maulbeere Hanfsaat. Und ich glaube, ich hatte Maulbeere Hanfsaat eh schon mal gehabt. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr schöner Kakaogeschmack und so ein leichtes Salzaroma. So schauen die aus. Und eben die Maulbeeren drin. Und ihr müsst euch mal die Verpackung ansehen. Das sieht so schön aus. Das ist wirklich wunderschön. Ich liebe Love Chalk. Ich liebe die rohe Schokolade. Seitdem ich rohe Schokolade kenne, bin ich ganz ehrlich, brauche ich keine normale mehr, außer höchstens mal zum Backen. Dann nehme ich noch Zartbitterschokolade an, sonst brauche ich keine normale Schokolade. Ich liebe die Dinger abgöttisch. Und da ich ja mit meiner Laktoseintoleranz eh kein Nougat und sowas zu mir nehmen kann, ja, die sind hammergeil. Kann ich nur empfehlen. Wer auch so einen leichten Salz-Touch noch dran haben möchte und nicht rein nur süß haben will, für den ist das was. Dann haben wir hier noch drinne von Simply Raw. Brazil Nut oder brasilianische Nuss, ich denke mal Pekannuss sind das oder Pekannusse. Diesen Riegel und der war sehr, sehr lecker. Auch wenn er schon ein leichtes Bärlauch-Aroma hatte, mein letzter. Aber der war wirklich sehr, sehr lecker und den werde ich auch morgen mitnehmen und vernaschen. Die 75 Gramm von den Love Chalk Rocks würden 4,89 € kosten. Ist natürlich ein bisschen teurer, aber man isst es ja auch nicht jeden Tag, sondern vielleicht ein, zweimal im Monat, dass man sich sowas holt und dafür ist es in Ordnung. Dann der Riegel würde, ich weiß es ja nicht, da irgendwo, ich finde es nicht, Live Food. Nein. Hä? Ach, die Marke ist Merlos Best. Egal. Davon hatte ich schon mal Ananas, war auch sehr lecker. 40 Gramm, 1,69 €, absolut okay. Also in Ordnung. Also manchmal kriegt man die auch günstiger, von daher denke ich mal, kann man damit leben. Dann habe ich noch zwei Produkte hier drin. Einmal diese Life Food Chocolate. Life Food? 85% Kakao Chili. So, dann habe ich halt eben diese Variante hier und ich hatte vorher eine Zitronenvariante mit weißer Schokolade. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern man hier was erkennen kann, ob man das lesen kann. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall vegan. Und 1,95 € würde diese kleine 50-Gramm-Tafel kosten. Es ist Rohkost. Wird aus getrockneten statt gerösteten Kakaobohnen hergestellt. So entfachen die dadurch enthaltenen gebliebenen 300 Inhaltsstoffe ein wahres Lebensfeuerwerk in dir. Das habe ich übrigens auch schon gehört, dass rohe Schokolade oder rohe Kakao wesentlich besser auch für den Körper ist. Also einmal bleiben mir Geschmacksstoffe erhalten, ist klar. Und zum anderen soll es auch ziemlich gesund sein. Bin ich mal gespannt, denn ich persönlich liebe zartbitter Chili in der Kombi und auch zartbitter Meersalz. Aber Chili ist eher noch so mein Klassiker, deswegen freue ich mich da richtig, richtig drüber. Das ist nämlich genau meine Sorte. Und ich hoffe, es schmeckt so gut, wie ich es mir vorstelle, denn die Zitronenvariante war so ein bisschen merkwürdig. Lag vielleicht auch in dem Bärlauch-Aroma. Ich will nicht abstreiten, dass das auch daran gelegen haben könnte. Und das letzte Produkt nun ist
von Fallersleben Backwaren Manufaktur ein Brownie. Und dieser Brownie ist mit Tofu, was ich ziemlich cool finde. Da kann man es nochmal vielleicht lesen, was da so alles drin ist. Wie gesagt, der letzte Brownie hatte auch Bärlauch-Aroma, Bärlauch-Pesto-Aroma, weswegen ich da nur einmal reingebissen habe und weggeschmissen habe, weil es einfach echt nicht ging. Das war ein ganz komischer Geschmack. Deswegen freue ich mich umso mehr über diesen Brownie. Ich liebe Brownies. Ich stehe auf süße Sachen. Wer nicht? Ich bin ein kleiner Zucker-Junkie, was nicht gut ist für mich. Und das hat gekostet oder würde kosten 60 Gramm 2,40 € ist noch gerade so im Rahmen, denke ich. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall über diesen Brownie. Wahnsinnig. Ich würde ihn am liebsten jetzt essen, aber zum Glück habe ich vorhin extra eine Riesenportion Süßkartoffeln gefuttert und bin jetzt ziemlich satt, weswegen ich auch nicht unbedingt probieren wollte. Zum Glück hatte ich die Box ja schon vorher mal bekommen, konnte die meisten Sachen schon testen. Und ja, das war die Vegan Box. Etwas verspätet natürlich dadurch, dass das jetzt länger gedauert hat. Es hat ja schon dann irgendwie 4, 5 Tage gedauert, bis dann übers Wochenende dann auch die Box mal ankam, ich das aufnehmen konnte, schneiden konnte und dann hochladen konnte. Ich hoffe, ich habe das irgendwie halbwegs hingekriegt, denn im Moment habe ich wenig Zeit, viele Termine. Und war halt auch noch krank, bin immer noch so ein bisschen am nicht ganz so gut sein. Also so 100 Pro geht es mir noch nicht, aber ja. Geil, Immunsystem für ein Popo funktioniert bei mir nicht. Ihr könnt mir trotzdem mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Produkte findet. Ich fand die Box diesmal richtig, richtig geil. Ohne Spaß, ich finde sie ja jedes Mal eigentlich gut bis jetzt. Aber das, glaube ich, war so mit meine Lieblingsbox von der Vegan Box. Ich werde euch nochmal einfach ein paar Boxenvideos verlinken. Vielleicht auch die letzten Vegan Box Videos. Oder vielleicht auch ein Video zu meiner Ernährung, wobei sich das natürlich vor kurzem auch nochmal geändert hat. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne eure Meinung zu den Produkten, zu der Box und zu dem Video, nicht zu mir, ist natürlich klar, denn ich, nein, über mich macht man keine Urteile oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ihr könnt mir natürlich trotzdem was in die Kommentare schreiben. Und das war es dann wirklich von mir. Ich habe heute meinen Sabbeltag. Ja, ich rede zu viel. Ich weiß. Das war's von mir. Ciao.